Liebe Kinder, liebe Lehrerinnen und Lehrer, das ist wirklich eine ganz komische Situation. Eigentlich wollte ich ganz gerne mit euch gemeinsam einen Ostergottesdienst feiern. Und jetzt bin ich hier in meiner Heimatkirche und ihr seid zu Hause. Wollen wir trotzdem gemeinsam feiern? Eine ganz kurze Andacht per Video? Wenn ja, würde ich mich freuen. Ich hier, ihr zu Hause vielleicht mit euren Eltern oder Geschwistern und eure Lehrer auch bei sich zu Hause. Denn Gott lädt uns ein. Und so können wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Was? Das ist mein Lieblings-Osterei. Schaut es euch mal an. Ich mag das sehr gerne, weil man sieht darauf Blumen. Und es erinnert mich an eine ganz schöne Blumenwiese. Habt ihr auch schon ein Ei angemalt? Oder habt ihr gar ein Lieblings-Osterei? Ich habe mir überlegt, wie denn das Ei mit Ostern überhaupt zusammenpasst. In der Ostergeschichte kommt ja überhaupt kein Osterei vor. Bestimmt kennt ihr die Ostergeschichte aus der Bibel. Ich würde sie euch ganz kurz zusammengefasst jetzt erzählen. Damals, vor fast 2000 Jahren, ist Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem eingezogen. Auf einem Esel ist er eingeritten. Viele Menschen haben sich gefreut und haben gejubelt und haben gesagt, jetzt kommt unser Retter. Aber es gab auch andere Menschen und die haben gesagt, Jesus, den wollen wir nicht, den brauchen wir nicht. Die waren wahrscheinlich neidisch oder eifersüchtig und sie wollten ihn töten. Sie haben es auch geschafft, dass dann die Römer Jesus gefangen genommen haben. Jesus wurde verurteilt und musste am Kreuz sterben. Schnitt. So war das vor 2000 Jahren und heute freuen wir uns immer noch und wir rufen uns zu an Ostern. Halleluja! Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Das bedeutet für mich, wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod, denn Jesus hat den Tod besiegt. Und wenn wir sterben müssen, können wir hoffen, dass wir mit Jesus durchgehen zum Leben. Aber das Ei, wie passt das Ei zu unserer Osterbotschaft? Ich denke, das Ei passt sehr gut dazu. Das Ei ist ein Symbol oder ein Bild einerseits für den Tod, weil die Schale ist hart wie ein Stein. Andererseits ist das Ei ein Bild für neues Leben. Wenn eine Henne ein Ei ausbrütet, sich draufsetzt, dann entsteht neues Leben. Ein Küken darf schlüpfen. Und so ist Ei ein sehr gutes Symbol für unser Osterfest, für den Tod und das neue Leben, die Auferstehung. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Habt ihr vielleicht auch ein Lieblingsei? Oder habt ihr vielleicht gestern oder letzte Woche ein schönes Ei angemalt? Wenn ja, könnt ihr bitte für mich ein Foto machen und es mir zumailen. Das wäre super, dann könnte ich nämlich ganz viele Eierfotos auf unsere Homepage stellen und ihr könnt sie euch anschauen. Und jetzt
wünsche ich euch für die Osterferien, für die Osterzeit Gottes Segen. Und so geht hin in diese Zeit mit unserem Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der soll euch segnen, begleiten und beschützen, heute, morgen und jeden Tag. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss!